ich möchte ein Kleid nähen. Wie schon diverse Kleider zuvor. Ist das einfach oder was ist das Besondere? Es hat mehr als vier Nähte. Aber es ist wunderschön gemacht. Und zwar, ich habe ein, ich weiß gar nicht, das Vorderteil schon mal vorbereitet. Die Kamera könnte jetzt mal hier so drauf zoomen. Das ist nämlich nicht gepfuscht, nämlich richtig schön genäht. So, wir haben hier zwei Falten, die wir nach vorne in die vordere Mitte legen. Und eine Kragenlösung. Und sozusagen einen Beleg am Kragen. Mhm. Also das heißt, ich nähe hier meine, ich nähe sie nicht, ich lege sie. Wer möchte, kann natürlich hier so einen Zentimeter runter nähen, aber dann ist eigentlich unnötig. Und dann wird praktisch das hier dran genäht. Das machen wir gleich. Mhm. Ich habe das jetzt hier nur gesteckt. Hier sind die Falten gesteckt und ich habe sie hier oben einmal, siehst du das, mit 2-3 mm einfach nur fixiert, dass ich jetzt mein Bändchen, na, wo habe ich das Ding? Da? Wo war es da? Da. Dass ich jetzt das hier rechts auf rechts annähen kann. Damit ich den Belegkragen habe, ja. Moment, so, jetzt habe ich es selber falsch hingelegt, du warst schon so viele Videos heute. So soll es dran, das heißt, so lege ich es an, rechts auf rechts, jetzt habe ich es. So, jetzt rechts auf rechts, dass es dann am Ende so dran liegt. Ne? Also so soll es liegen, so legst es drauf, nähst es eben an. Und dann kommen hier die Ärmel. Die kann ich jetzt auf zwei verschiedene Varianten nähen, zeige ich dir gleich an der Nähmaschine. Entweder nähe ich den Ärmel am Ende ein. Wo haben wir denn nochmal unser Muster? Musterkleid. Musterkleid. Gemustertes Kleid. Das ist nämlich dieser Ärmel, der ist nämlich schmaler als das Ärmelchen und dadurch hat es diesen schönen Puff-Effekt. Genau, und dann muss ich oben eigentlich nur noch mal schräg. Nicht zu vergleichen mit Prostituierten-Effekt, nein, das ist der Puff-Effekt. Jede Frau weiß, was das heißt. Dann habe ich oben mein Schrägband, das haben wir auch in einem separaten Video gezeigt. Also das heißt, ich gehe jetzt an die Nähmaschine, nähe das an, zeige dir die zwei verschiedenen Variationen vom Ärmel. Schrägband kannst du dann im separaten Video nachgucken. Und ganz am Ende nächstes zusammen. Und dann genau den Saum und dann ist das Ding eigentlich auch schon fertig. Cool. So, ich habe jetzt hier mein Teil. Es sind hier auch immer schön Zwicke eingezeichnet. Dann kann auch nichts schief gehen, weil ich das ja vorhin so ein bisschen verwirrt gelegt habe. Das kann ich jetzt mit einem geraden oder mit einem Kreuzstich nähen. Machen wir Kreuzstich, Zickzackstich. So. Zwick passt auf Zwick und dann kommen hier meine Falten, die ich ja schon so vorfixiert habe. Und dann kommt die andere Seite, die vordere Mitte. Da habe ich jetzt nur reingesteckt. Ich muss jetzt auch halten. Also für die Anfänger würde ich es oben fixieren. Ich nähe es jetzt mal drüber. Und das Ganze der zweiten und dann sehen wir uns gleich, wenn es fertig ist. So, jetzt nähe ich bei beiden die Schulternähte zu, also Vorderteil auf Rückenteil. Das nicht richtig reingekriegt. Anfänger stecken sich das natürlich. So, die Schulternähte kann ich auf den geraden Stich nähen, da kommt hier keine Spannung drauf. Wichtig ist bei diesem Kleid, dass es aus einem elastischen Stoff genäht wird. Die Naht kann ich vorher noch ausbügeln und einfach ein bisschen schön machen. Ich nähe das jetzt mal hier mit der heißen Nadel zusammen. Man sieht, also der Beleg ist gleich breit und ja, die eine Seite ist schon mal zusammen. Jetzt nähe ich noch die andere Seite. Und dann erkläre ich gleich die zwei verschiedenen Ärmelvariationen. Ach ja, hier bei der Naht lege ich immer eine Nahtzugabe nach oben, eine nach unten oder beide auseinander. Das kommt so ein bisschen auf den Stoff drauf an. Das Kleid ist auch sehr hübsch in einem Winterstoff. Solange es stretchig ist, also so unser Joggingstoff zum Beispiel. Den finde ich ganz toll dafür. Jetzt kommen die Ärmel. Bei einer Variante nähe ich jetzt hier schon mal die Seitennaht zusammen und da nähe ich ihn fertig ein und bei der anderen nähe ich ihn vorher ein. Dann sehen wir uns gleich.
Gut, ich habe jetzt hier eine Seitennaht geschlossen, die eine Seitennaht ist noch offen. Einen Ärmel habe ich jetzt hier auch schon geschlossen und ein Ärmel ist noch offen. Bei dem Ärmel sind auch immer Zwicke dabei, da gibt es nämlich eine breitere und eine schmalere Seite. Jetzt zeige ich euch die Variante, wenn ich das einnähe, das ist bei den großen Größen eigentlich ganz gut. Und zwar soll der Ärmel in die, das ist die fertige Seite, da ist sie, da eingenäht werden. Also hier rein. Das heißt, rechts auf rechts, ich kann hier durchgreifen, die Seite, also die Naht liegt unten auf der Seitennaht und dann ziehe ich das durch und nähe den Ärmel in einem Schwupps an. Das ist die Variante 1. Die machen wir jetzt mal. Eine Seite ist logischerweise etwas schmaler, also das musst du ziehen, aber das ist, das siehst du, sonst kannst du dir die groben Punkte auch stecken. Also den Ärmel musst du schon dehnen beim Nähen. Wenn dir das zu, in Anführungszeichen, zu kompliziert ist, dann machst du die andere Variante, die zeige ich dir gleich. So, jetzt habe ich den Ärmel hier dran genäht und du siehst, der läuft hier richtig schön raus. Und die zweite Variante wäre, du nimmst den Ärmel, schon gesagt, Zwicke sind ja überall drin, die breitere Seite ist hier oben und nähst diese rechts auf rechts, das muss ich gerade gucken, also die breitere Seite. Hier ist mein Armloch hier. Also bevor die Schulter, hier das Schulter, also das Armloch anfängt, so, dann nähe ich das jetzt so auf so, also rechts auf rechts und muss beim Nähen logischerweise dieses Teil dehnen, dass das obere eingekräuselt wird. Dann habe ich das gerne unten, das Teil, was gedehnt werden soll. Das kannst du aber auch andersrum einnehmen, das bleibt dir überlassen. Und das nähe ich mit einem Zickzackstich. Dehne jetzt das untere. Und lasse es einfach schön durchlaufen. Das Spezielle ist bei kleinen Größen natürlich sehr angenehm, weil da das Armloch natürlich auch sehr viel kleiner ist. Und dann wird die Seitennaht geschlossen in einem. Und dann ist es auch fertig. Man sieht, es hat sich hier gekräuselt. Und jetzt nehme ich das Ganze und schließe die Seitennaht. Und damit wäre die, das wäre dann die Ärmelvariante. Dann muss ich nur noch das Schrägband oben annähen. Da gibt es ein separates Video dazu. Den Saum einnähen und dann würde ich mal sagen, viel Spaß beim Nachnähen.